Mitarbeiter ausgefüllt werden. Wollen Sie kann. Aufklären, was da immer falsch zitiert wird? Punkt 1, dann sorgen Sie doch endlich dafür, Herr Moltauer, dass das tatsächlich auch so passiert. Das gegenwärtige Fremdenrecht verhindert ja den Zuzug geradezu von Wissenschaftlern, Ingenieuren, von allen Leuten aus Drittstaaten. Dass wir es gerade geändert haben. Es gibt eine Liste von 60 Berufen, die Patenstein in einer Verordnung. Immerhin. Ja, natürlich. Ja, das weiß ich. Das betrifft aber ausschließlich die neuen EU-Staaten. Betrifft nicht den Zuzug aus anderen Ländern. Ja, weil wir dort die Prioritäten setzen müssen, ja. Herr van der Bellen. Sie sind doch Europäer. Ich habe nichts gegen Prioritäten, ja. Aber ich denke an die Firmen, die verzweifelt Arbeitskräfte suchen und sie nicht finden. Und das sollte auch Ihnen bekannt sein. Ein Wort zum Bleiberecht. Also ich weiß nicht, wie oft wir das schon diskutiert haben. Was die Grünen verlangen, ist ein rechtsstaatliches Verfahren. Was die Grünen verlangen, hat die Rückendeckung des Verfassungsgerichtshofs bekommen im Juni oder Juli dieses Jahres 2008. Was wir in Österreich derzeit haben, ist ein Willkürverfahren des Innenministeriums. Das Innenministerium kann nämlich per Gnadenakt einer bestimmten Person das sogenannte humanitäre Bleiberecht erteilen. Das sind regelmäßig ein paar hundert Fälle pro Jahr. Sehr schön. Das ist ein willkürlicher Gnadenakt und der Verfassungsgerichtshof hat dem Gesetzgeber aufgetragen, diesen Gnadenakt in ein rechtsstaatliches Verfahren zu verwandeln. Super, sage ich, das ist genau das, was wir verlangen, dass in solchen Fällen Arigona, Sogai und andere, man das Recht hat, einen Antrag zu stellen. Ja, derzeit ist es so, Sie können irgendeinen Wisch ausfüllen und im Innenministerium landet der im Papierkorb oder auch nicht. Ja, aber Herr van der Bellen, das ist der Zustand derzeit. Sagen Sie jetzt einfach nicht das, was die Grünen wirklich verlangen. Sie haben in Ihrer Programmatik... Aber das wäre schon mir überlassen zu sagen, was die Grünen verlangen, oder? In Ihrer Programmatik des Öfteren verlangt, Herr van der Bellen, das automatische Bleiberecht. Seit 2007 liegt der Gesetzesantrag im Parlament. Das brauchen Sie nur nachzulesen. Diesen Träumereien, der muss einfach auch eine klare Position gegenüberstehen. Jetzt verstehe ich, warum es so schwer ist, mit Ihnen zu regieren. Die Perspektive in der Asylfrage ist für mich glasklar. Haben wir gehört. Wir können es ruhig noch einmal wiederholen. Daher ist für mich diese Frage der Rechtsstaatlichkeit, in dieser Frage vergeuden wir sicher keine Zeit, weil es eine der wichtigen ist für das Land. Sie haben den Verfassungsgerichtshof gebraucht, dass er Sie ein bisschen an den Ohren zieht. Die Rechtsstaatlichkeit. Sagt, so geht das nicht weiter. Die Rechtsstaatlichkeit der Maßstab, Herr van der Bellen. Und Sie können den Rechtsstaat doch nicht so definieren, wie Sie ihn persönlich wollen. Das tue ich ja nicht, verdammt nochmal. Nein, Entschuldigung. Es hier kommt eine Unterstellung warum nach sind Sie der so anderen. Aufgeregt? Mir reicht es. Warum? Sie lesen warum unsere Gesetzesanträge so, nicht. Warum das erwarte sind Sie so ich aufgeregt? Ja auch. Das erwarte ich auch. Offensichtlich ein Schwachpunkt. Das erwarte ich auch nicht von Ihnen. Was ich von Ihnen erwarte, dass Sie mir glauben, was grüne Position ist. Ich lasse mir doch nicht von Ihnen vortragen, was eine grüne Position ist. Das ist ja absurd. Weil ich das kenne, was Sie gesagt haben und Ihre Leute Sie gesagt kennen haben. Das. Daher bleibt es dabei. Rechtsstaatliches Verfahren ist selbstverständlich. Und wir werden in der Frage, das ist ja, wissen Sie ja ganz genau, etwa auch dieses humanen Aufenthaltstitels, das, was der Verfassungsgerichtshof uns vorgeschlagen weil hat, der wir werden das gesetzlich umsetzen. Er hat das nicht vorgeschlagen, er zwingt Sie. Aber wissen Sie, warum mir das so wichtig ist? Weil ich einfach nicht will, dass eine wirklich heikle Frage, und das ist Integration, Asyl und Zuwanderung. Ja, nein. Das gehört nicht den linken Träumern und auch nicht den rechten Hetzern. Da braucht es in der Mitte jemand, und das ist Volkspartei, der diese Wahrheit sagt, Herr van der Bellen. Und da können Sie sich nicht drücken davor. Ich war im 16. Bezirk am Brunnenmarkt. Hab bitte Leute geredet, ja, weil ich immer ich mit nicht? Den Leuten rede. Gut, die haben hier mir sehr klar gesagt, jawohl, Sie haben recht. Danke. Wir hören auch hier sehr unterschiedliche Positionen. Sie haben gesagt, jetzt wissen Sie, warum es so schwer ist, mit dem Herrn Moltauer zu regieren. Trotzdem hat man von Ihnen beiden in den letzten Wochen doch da deutliche gegenseitige Sympathiebekundungen gehört. Herr Moltauer, jetzt einmal schaut es nach den Umfragen derzeit nicht so aus, als wäre eine nur von Schwarz und Grün bestückte Koalition technisch möglich, weil es wahrscheinlich nicht ausgehen wird. Aber sagen wir mal, es wäre so und es würde noch vor dieser Wahl würden die Studiengebühren fallen, auch mit Unterstützung der Grünen. Frage an Sie, wäre die Wiedereinführung der Studiengebühren für Sie eine Koalitionsbedingung, falls Sie denn mit den Grünen verhandeln?
Ja, es gibt vieles, was wir verhandeln müssten, vor allem die wirtschaftspolitische Konzeption, die in den nächsten Jahren ganz besonders bedeutsam wird. Die Frage des starken Wachstums und der Vollbeschäftigung. Ich verstehe die Abschaffung der Studiengebühren überhaupt nicht. Also ist es eine Koalitionsbedingung, sie wieder einzuführen? Würden Sie das tun? Sozial gerecht, sie sind für die Universitätsfinanzierung notwendig und ich bleibe daher dabei, sie machen einen Fehler. Warum soll mein Sohn, der studiert, einer meiner beiden Söhne, ich zahle die Studienbeiträge, brauche sie dann, wenn sie das durchsetzen, nicht mehr bezahlen. Den Universitäten fehlt das Geld. Nein. Den Universitäten fehlt das Geld. Und wissen Sie, wer bezahlt? Die kleine Steuerzahlerin und der Steuerzahler sollen das bezahlen, was ich dann nicht mehr bezahlen darf. Ja, aber ich habe Ihnen eine einfache Frage gestellt, ob Sie sie wieder einführen diese möchten. Diese Umverteilung, die Sie hier machen, von unten nach oben, ist sozialpolitisch und bildungspolitisch wirklich ein schwerer Fehler. Die Universitäten beschweren sich ganz massiv, dass gerade sie diesen Weg verlassen. Ja, sie wollen sie wieder einführen. Ich bin dafür, dass die Studienbeiträge, weil sie eine wichtige sozial- und bildungspolitische Perspektive sind, dass die Studienbeiträge als wirklich tragendes Element, ein wichtiges bildungspolitisches Element in Österreich gegeben sind. Herr van der Bellen, falls es zu diesen Verhandlungen kommt, wäre für Sie zum Beispiel eine Koalitionsbedingung, die Erbschaftssteuer wieder einzuführen? Das ist eine wichtige Frage. Wir sind in der Tat der Meinung, dass die Mitte entlastet gehört und die Reichen was beitragen sollen. Die ÖVP hat sich bisher auf den Standpunkt gestellt, dass man die Reichen schonen muss und den Mittelstand nicht entlasten muss. Das war die Politik des Jahres 2008. Nein, Herr van der Bellen, Sie wissen doch genau, dass das nicht stimmt. Sie haben sich gewehrt gegen die Vorziehung der Steuerreform auf 01.01.2009. Seit Monaten geht dieser Zank zwischen SP und ÖVP. Ausnahmsweise war ich da der Meinung von Gusenbauer, dass das vorgezogen werden soll. Sie haben versucht, den Stiftungsbesitzern, sind eh nicht mehr als ungefähr 3.500 in Österreich. Wie viele Arbeitsplätze? 400 Millionen Steuergeschenk zu machen. Auf eine Weise, von der noch nie jemand in Österreich profitiert hat. Wie viele Arbeitsplätze? Wie viele Arbeitsplätze? Mit dem Stiftungseingang, lassen wir die Details weg. Ja. Aber wie viele Arbeitsplätze? Wir werden die Stiftungen nicht ruinieren. Aber damit zu argumentieren, dass man den Reichen immer noch mehr geben muss, damit sie bitteschön den einen oder anderen Job in Österreich behalten, das kann ja nicht aber der richtige Wirtschaftspolitik sie trifft sein. Genau den Verhandlungsgegenstand ist die Steuerpolitik, ja, keine Frage, untere Einkommen entlasten, bis weit in die Mitte hinein entlasten, kalte Progression abschaffen, müsste eigentlich die ÖVP mit bei uns im Boot sein, aber vor allem im Energiebereich, im Ökobereich, den Leuten zu helfen, aus Öl und Gas auszusteigen. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wir müssen endlich einmal damit anfangen. 2 Milliarden Vermögensbelastung wollen Sie einführen, habe ich gelesen. Umso mehr kann man die Arbeitssteuern entlasten. Das betrifft den Mittelstand. Sie wollen die obersten Vermögen. Sagen Sie es doch. Herr Molter, für Herrn van der Bellen, wir sind eigentlich am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ja, ist schnell gegangen, obwohl es zu weiten Teilen, meine Herren. Sie können gerne Unterlagen nach der Sendung austauschen. Wunderbar. Für den Schutz der Umwelt in Österreich. Das schaue ich mir gerne an. Schaut sich gerne an. Also zu weiten Teilen eine sehr konsensuale Debatte. Wir sind gespannt, wie das nach der Wahl mit Ihnen beiden weitergeht. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussionsbereitschaft bei uns im Studio. Und die letzte Zweierkonfrontation, meine Damen und Herren, die steht kommenden Dienstag auf dem Programm. Da geht das sogenannte Kanzlerduell zwischen Werner Faymann, SPÖ und Wilhelm Molterer, ÖVP, über die Bühne. Und kommenden Sonntag sind bei mir im Zentrum die Spitzenkandidaten von Liberalen Kommunisten, Liste Fritz, Christen und Rettet Österreich zu Gast. Ein weltanschaulicher Spagat steht uns da bevor. Und jetzt gleich weiter zu Marie-Claire Zimmermann und den Themen der ZIB 2.